Willkommen Traderinnen und Trader zur Marktbesprechung am Dienstag. Heute, wir sehen es in der Überschrift, wieder einmal mit Blick auf das Cable hier die Frage, nutzen die Bullen jetzt die Chance am Supportbereich, wo die Währung momentan notiert? Da schauen wir gleich einmal drauf. Dazu Euro, Schweizer Franken und Euro, kanadischer Dollar und natürlich hier wie immer, danke für die lieben guten Morgengrüße, verbunden mit der Aufforderung. Wer mag, kann gerne die ein oder andere Frage in die Chats reinstellen. Die erste haben wir schon, Euro, US-Dollar. Schau mal, wie wir es schaffen. Auf alle Fälle versuche ich hier immer wieder den ein oder anderen Wunschmarkt mit einzubauen. Bevor wir mit dem Webinar durchstarten, ganz klar, der Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir in die Tagesnachrichten rein. Wir sehen es hier und heute ein bisschen was aus Großbritannien zum Thema Arbeitsmarkt. Wir kriegen die Durchschnittseinkommen und die Arbeitslosenänderung bzw. die Arbeitslosenquote heute um 10.30 Uhr genannt. 11 Uhr gibt es dann die ZEW-Konjunkturerwartung. Sehr, sehr wichtig für Deutschland. Das ist für März. Das heißt, da fließt alles ein, was schon mit dem Thema Corona zu tun hat. Von der Seite her ein sehr, sehr wichtiger Termin. Mal schauen, vielleicht bringe ich den am Freitag gleich nochmal rein in den Fokus, dass wir hier einmal in die Details schauen, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist, auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Wir sehen dann ganz stark, nehme ich mal an, die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise und wir können dann entsprechend einmal schauen, was wir in den Charts beispielsweise vom Euro oder vom DAX hier mit ablesen können und schauen, wie der Markt sich hier entsprechend verhält. 11 Uhr das Treffen der EU-Finanzminister, auch das ist in den letzten Tagen immer auch ein bisschen mit Spannung zu sehen, da geht es ja auch um das Thema Krisenbewältigung unter anderem, vielleicht gibt es da auch mal wieder ein paar Worte zum Thema Brexit, man weiß ja nie, ich glaube, das ist momentan komplett in den Hintergrund getreten, aber nichtsdestotrotz, auch da können immer mal Nachrichten kommen. 11 Uhr gibt es dann die ZEW-Konjunktur. Erwartungen hier auch noch im Rahmen der EU. 13.30 dann aus den USA die Einzelhandelsumsätze für den Monat Februar, auch sehr, sehr spannend. Da gab es ja schon die ersten Auswirkungen. Aus Kanada bekommen wir die Industrieumsätze. Das habe ich heute mit reingebracht, weil wir hier die kanadische Währung mit drinnen haben. 14.15 Uhr dann aus den USA die Industrieproduktion, 15 Uhr die Jobs-Stellenangebote und dann gibt es am Abend um 21.30 Uhr, also hier um ja, 9:30 deutscher Zeit nach Börsenschluss auch in den USA die API-Rohöl-Lagerbestände. Da wird es mal wieder spannend beim Thema Öl. Kleine Vorausschau dann wahrscheinlich schon für morgen, wenn der große Ölreport kommt. Übrigens morgen, der ein oder andere wird sich morgen auch die Augen reiben. Eigentlich haben wir es ja an dieser Stelle so, wie soll ich sagen, geplant, dass die FED sich äußern wird. Die FED wird sich morgen nicht äußern. Die haben schon zweimal was gemacht diesen Monat. Der Termin wurde gecancelt laut aktuellen Daten. Hier für die Tagesnachrichten. Und damit gehen wir rein in die Charts. Und wir schauen nochmal auf Euro, Kanadier-Dollar. Wir haben es gesehen, den riesen Spike nach oben hin. Wir hatten das Setup schon mal gesprochen. Allerdings in die Richtung nach unten hier. Ich mache gleich auch mal noch den Chart entsprechend groß. Hier im Stream auf Facebook. Hier oben, schaut mal, das war der Spike, den wir letzte Woche bekommen hatten. Und letzte Woche haben wir über das Down-Setup gesprochen. Jetzt haben wir die Chance, über das Up-Setup zu sprechen. Deswegen das Ganze hier mal auf Wochenbasis. Ich muss leider so hoch gehen, weil diese großen, großen Schwankungsbreiten, die wir hier momentan haben, da macht es einfach keinen Sinn, in solchen Dingen hier in die kleinen Zeiteinheiten zu schauen. Einfach, weil der Weg viel, viel zu weit ist und in den kleinen Zeiteinheiten viel zu wenig zu sehen ist. Hier in der Woche, da sehen wir viel, viel mehr, aber keine Sorge, wir tauchen gleich für die aktiven Trader auch in die kleinen Zeiteinheiten ab. Nur das große Gesamtbild, das sehen wir natürlich hier im Tageschart oder im Stundenchart überhaupt nicht, weil wir haben hier zwei wichtige Marker liegen und zwar Nummer 1 war das hier, die 1,564.
dieses alte Zwischenhoch, wo wir durchgespiked sind und danach kam ja hier am Hoch bei 1,58, 1,40 der Schub nach unten, also der komplette Abverkauf. Aber wir wissen es ja aus dem Storybook, die Richtung, die einmal eingeschlagen wird, kommt oft zurück, nicht immer, aber oft. Und deswegen habe ich heute den Euro-Kandollar mit auf der Uhr, weil wir zum Wochenstart hier direkt von unten raus, wir hatten das aktuelle Wochentief bei 1,53, 2,50, sind wir direkt nach oben geschossen, wieder in diesen alten Widerstandsbereich. Hier sind wir im gestrigen Tageshoch, beziehungsweise das ist das aktuelle Wochenhoch hier bei 1,56, 7,44 hineingelaufen. Und das wird jetzt interessant. Kommen nämlich die Bullen hier zurück, haben wir gute Chancen, das gestrige Tageshoch zu überschreiten und uns dann erst einmal am Spike hoch zu orientieren. Weiter geblickt dann natürlich, wenn das Spike hoch auch rausgenommen wird, hier oben die Marke um die 1,615. Deswegen schauen wir hier auf die große Zeitebene und jetzt gehen wir einfach mal runter, um mal zu schauen, was hier unten gerade los ist. Und da sehen wir momentan halt das, was für die aktiven Trader, sage ich mal, sehr, sehr wichtig ist. Ja? Und zwar ist das einfach die Verortung hier oben. Und das aktive Trading heißt ja nicht immer nur, den großen Schub versuchen mitzunehmen, sondern auch gewisse, sage ich mal, kleinere Schwankungen mitzunehmen. Und die Verortung, wo wir momentan drin sind, die ist sehr, sehr interessant, weil wir hier mittlerweile wieder in der Schwankungsbreite sind. Hier, wir sehen es, der Bereich um die 1,529 bis 1,533, also dieser Bereich hier unten, das ist so ein bisschen momentan der Boden unten dran, wo der Markt immer mal raufläuft und dann wieder nach oben schiebt. Und oben hier im roten Bereich um die 1,567 in dem Dreh, da ist momentan der Deckel drauf. Und hier sehen wir, was gerade los ist. Wir hatten gestern einen schönen, starken Schub nach oben. Heute gibt es hier eine kleine Gegenbewegung. Das heißt, aus dieser Gegenbewegung könnte ein Abprall werden, der uns dann, und das ist für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, wieder zur Unterseite begleitet. Das heißt, da kommt dann plötzlich wieder die 1,532, 1,533 in etwa ins Spiel. Und das ist interessant. Und das ist halt das, was wir sehen, jetzt hier beispielsweise auch im Stundenchart, wo wir einfach sehen, wir tingeln hier seit einer ganzen Weile hin und her. Das ist der Trendkanal, also dieser seitwärts laufende Kanal, den ich gerade auch genannt hatte, wo wir immer mal von oben nach unten und von unten wieder nach oben gelaufen sind. Und wenn das jetzt kommt, dann schaut man einfach in die kleinsten Zeiteinheiten. Das heißt, diesen Schub, den wir hier nach oben gesehen haben, das hier, das ist ja der Trend in den kleinsten Zeiteinheiten nach oben. Der ist jetzt gebrochen und wenn der nach unten sich weiter fortsetzt, haben wir erst einmal die Chance, hier irgendwo ins Median reinzulaufen. Das heißt, das Median ist dieser Bereich, wo der Markt sich von oben nach unten und unten nach oben immer wieder irgendwo in der Mitte trifft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dann die Chance, weiter nach unten zu laufen. Und deshalb ist es gut, wenn man relativ früh in solche Geschichten hineinkommt, ohne hier gleich, sagen wir mal, irgendwas voraussehen zu wollen und sagen, ja, müssen wir jetzt weit unten reinfallen, dann können wir ja auch noch hier einsteigen. Da ist es besser, so früh wie möglich reinzugehen. Aber, und das ist halt wichtig, der Bereich hier unten hat halt eine gewisse Relevanz, weil er ist halt auch an einer Stelle, ich muss das jetzt mal eben grün machen, er ist an einer Stelle verortet, als wir hier in diesem kleinen Aufwärtstrend einen Supportbereich gefunden haben. Das heißt, der Bereich hier um die 1,546, 1,547, das ist ein Unterstützungsbereich in diesem kleinen Bild hier. Ne? Schaut mal, hier ist der Markt ja schön nach oben getrendet und das ist ein Auffangbereich gewesen. Hier drüben war es ein Widerstandsbereich, hier ist es jetzt ein Auffangbereich gewesen. Drehen wir da unten rum, haben wir Chancen nach oben zu laufen. Also wir sehen, von hier oben ergibt sich einiges an speziellen Trading-Chancen, die wir haben. Die Swing Trader, die warten einfach ab, was passiert hier unten, kriegen wir hier Long-Signale, kann man schön aus diesem Trend, wartet mal, ich mache mir das ganz kurz rein hier, den Lower Time Frame, dann sehen wir es hier, schaut mal, das hier ist der Trend, der hier nach oben gelaufen ist, der ist auch noch intakt, hier sehen wir jetzt den Gegentrend, das heißt, das wäre der Abprall von oben, wenn der sich fortsetzt und dann wird es halt interessant, dieser kleine Abwärtstrend hier, was macht der hier unten an dieser Stelle? Und damit schauen wir jetzt einfach nochmal in die kleinere Zeiteinheit rein. Wir gehen mal hier in die 5 Minuten und da sehen wir nämlich, dass sich hier oben wirklich ein solider Abwärtstrend entwickelt hat, der hier den letzten wichtigen Schub hier, das war ja sozusagen die Aufwärtsbewegung, ich mache das mal eben ganz kurz in grün, diese Aufwärtsbewegung, die hat natürlich auch einen Trend gehabt und der Trend hatte entsprechend hier unten sein letztes Tief. Also hier war ein gewisses Korrekturtief und das, was wir hier jetzt momentan nach unten laufen sehen,
Das ist entsprechend der Trend nach unten. Also das Teil sehen wir jetzt hier im großen Bild auch laufen. Hier hat es klein angefangen zu schwanken. Ich zeichne jetzt nur mal das größere Bild ein hier an dieser Stelle. Und das ist jetzt der Gegentrend. Und dieser Gegentrend im kleinsten Bereich wohlgemerkt, ja, das ist jetzt wirklich die kleinste Sache, die hat jetzt die korrektive Phase der Stunde übernommen. Und hier laufen wir halt jetzt trendig nach unten. Und wir sehen schon, was passiert ist. Wir sind hier unter dieses Support-Level drunter gelaufen. Das heißt, rein aus technischer Natur ist halt dieser Supportbereich jetzt unterschritten worden und damit gehen die 5 Minuten nach unten rein. Das ist auch genau das, was das Trendanzeigetool hier in der Stunde gerade auch angezeigt hat. Das sehen wir hier an dieser Stelle und damit haben wir jetzt die Chance eines soliden Abpralls mit erster Anlaufbereich unten rein hier in die Marke um die 1,55, 1,55. Da ist Luft da, das Ganze nach unten zu traden. Und wenn wir hier dann sind, dann kommt es wirklich darauf an, bekommen wir hier eine Long-Umkehr, dann nimmt der Markt wieder diesen Aufwärtstrend hier auf. Kriegen wir hier aber einen Durchschub, dann sollten wir uns eher zur Unterseite orientieren. Bleibt sehr, sehr spannend im Euro-Kandollar. Sehr interessant auch die Situation im Währungspaar Euro-Schweizer-Franken. Müssen wir uns mal auf der Woche zergehen lassen. Was hier passiert ist, ich kann aus technischen Gründen dieses Chartbild jetzt leider nicht wirklich kleiner machen. Wir müssen uns erstmal kurz mit diesem Chartbild hier sozusagen anfreunden. Warum? Ich sag's euch, wir stehen so weit unten, dass wir hier bis ins Jahr, jetzt muss ich selber erstmal gucken, bis ins Jahr 2015 zurückgehen müssen, um die nächsten Supportbereiche aufzudecken. Hier, ich habe es mal eingezeichnet, das hier ist der Wochenchart nach unten, der schlängelt sich rein, der steht momentan in einer weiten Bewegung. Der letzte Supportbereich hier um die 1,06200 hatten wir hier schon mal besprochen. Der ist einfach durchschritten worden nach unten. Hier zwar schwankungsbreit, aber es ging einfach nach unten. Aktuelles Low, jetzt kann ich mal ein bisschen höher kurz gehen. Aktuelles Low in dieser Bewegung haben wir hier gehabt im Wochentief bei 1,05375. Das mal die Fakten. Die Fakten weiter. Sollte der Verkaufsdruck weiter einfach so aufrecht erhalten bleiben, dann sehen wir den nächsten Anlaufbereich erst einmal hier unten. Also hier haben wir zwar noch einen kleinen Schwungbereich, das ist die Marke, wo wir jetzt gerade so nach oben drehen, aber wenn der einfach nicht dazu genutzt wird, mal tiefer zu korrigieren, dann sieht es aus jetziger Sicht so aus nach einem Durchmarsch und dann haben wir die nächsten Anlaufpunkte. Schaut mal, hier hinten haben wir die Wochentiefs, das sind auch Monatstiefs hier, um die Marken von 1,03 bis 1,023. Also hier in diesem Bereich, das sind mal die Anlauflevel, das ist ein ziemlich dickes Supportband, also da rechne ich dann schon mal mit einer größeren Gegenbewegung rein aus technischer Natur, wenn wir jetzt einfach so durchlaufen. Ansonsten, wenn wir jetzt erst einmal ein bisschen Korrektur bekommen, so ähnlich wie wir es hier auch gesehen haben, nach dieser weit gelaufenen Bewegung, dann haben wir schon die Chancen, ein bisschen nach oben reinzulaufen. Da zoome ich jetzt mal kurz noch ein bisschen ran. Das sehen wir hier. Wir gucken uns das Ganze auch gleich auf den Tag an. Aber wir sehen es hier. Erst einmal wichtig wäre jetzt, dass wir durch diesen alten Unterstützungsbereich, also der Widerstandsbereich, wieder nach oben laufen. Anlaufpunkt Nummer 1 wäre dann hier mal das Vorwochenhoch bei 1,0646. Gefolgt dann von diesem kleinen Spike hoch hier bei der Marke von 1,07 hier oben in diesem Bereich. Da sehen wir das Ganze. Also das wären mal wirklich erste Anlaufpunkte, wenn wir hier schön oben reinlaufen. Wenn es zu einer etwas weiteren Korrekturausdehnung kommt, dann natürlich hier oben dieser Bereich, um die ganzen, den ganzen Ausbruch hier in diesem Bereich. Da haben wir es da an dieser Stelle, der Bereich hier. Ich markiere den gleich auch mal noch. Ich muss nur kurz die Farbe mal noch ändern, weil das ist ja ein Widerstandsbereich. Das ist dann hier dieser Bereich um den Ausbruch hier unten. Da ist der Ausbruchsbereich bzw. hier der Drehbereich. So irgendwas um die 1,08 in diesem Bereich. Das wäre mal eine schöne, interessante, tiefe Korrektur. Und wenn der Markt tatsächlich das spielt, was er jetzt anfängt, ja, wobei wir sehen hier gerade den Wochenchart, ja, also es gab in dieser starken Abwärtsbewegung auch immer mal eine Woche, die sich positiv entwickelt hat. Das sind halt die Dinge, die kann der kurzfristige Trader für die Korrektur durchaus mit aufheben. Und hier sehen wir es mal. Hier sehen wir den Abwärtstrend und das letzte Zwischenhoch im Abwärtstrend haben wir halt hier oben um die Marke von 1,07 in etwa liegen. Das heißt,
Auch mit Blick in den Tageschart an dieser Stelle, der ist definitiv auch abwärts gerichtet hier. Das ist mal die letzte Bewegung und hier schlängelt sich sozusagen hier der Markt so richtig schön nach unten. Und hier sehen wir es, die 107 hier oben, das ist ein wichtiger entsprechender Anlaufbereich. Und sollten wir tatsächlich hier unten rauskommen aus dieser mehr oder weniger Seitlaufphase, hier unten haben wir ja immer so ein bisschen Bodenbildung, sehen wir gleich, wenn wir in die Stunde schauen, das wäre dann ein Indiz dafür, dass wir etwas in die Korrektur laufen könnten. Und wie schon gesagt, Anlaufmarker hätten wir hier um die 1,06 knapp 5 beziehungsweise hier oben um die 1,07,1. In der Stunde schaut das Ganze so aus und das ist jetzt das Wichtige hier in diesem Chart, was wir sehen, hier unten dieser Bereich, das ist ein leichter Supportbereich hier in der Stunde, den wir hier unten sehen, deswegen mache ich den auch gleich mal grün und wenn wir von dort aus tatsächlich immer wieder Kaufinteresse sehen, dann haben wir schon die Chance sozusagen mit dem Kleinen, was sich hier nach oben schlängelt, erst einmal hier oben drüber zu laufen, also hier über diese Marke, diesen kleinen Trend, das kleine Zwischenhoch rauszunehmen, um die 1,062 und dann nach oben weiter rauszulaufen und das wäre dann der erste Punkt hier, der erste Anlaufpunkt oben bei 1,06 knapp 5, um dann hier weiter nach oben in Richtung der Zwischenhochs zu laufen, um die 1,07. Das ist das, was der Chart uns hier miteinander zeigt. Auch hier kann ich leider nichts daran ändern, dass wir momentan relativ große Schwankungsbreiten haben. Das muss dann immer einen gewissen Einfluss auf die Positionsgröße im Portfolio haben. Damit gehen wir dann zum dritten Währungspaar für heute und zwar ist das das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar, auch bekannt als Cable und hier sehen wir momentan einen sehr, sehr starken abwärtsdynamischen Chart hier am Tageschart. Das Ganze gesehen, hier sehen wir die massive Bewegung nach unten. Gestern sah es zunächst erst einmal so aus, als würde der Markt nach oben wollen. Wir sehen es hier unten. Wir haben den Widerstand, den Unterstützungsbereich hier an diesem ersten historischen Korrekturtief in diesem Trend, der sich danach gebildet hat. Das ist die Marke von 1,22, ganz grob über den Daumen. Da haben wir gestern Support gefunden. Wenn wir mal ganz kurz in den Stundenchart schauen wollen, da ist der Markt hier zwischenzeitlich mal wirklich etwas nach oben gelaufen. Hier das Tageshoch von gestern bei 1,2421. Aber wir sehen, der Markt kommt direkt wieder schwach rein. Danach kam direkt der Ausverkauf. Das heißt, wir haben hier gestern tatsächlich mal einen Hauch von Chance gesehen, eine schöne aufsteigende Kerze zwischenzeitlich im Tageschart, aber danach folgte direkt der Abverkauf. Das heißt, die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist nach diesem starken, starken Schub nach unten, die Bewegung ist weit, weit ausgereizt, stellt sich halt wirklich die Frage, was machen die Bullen? Schlagen die hier unten endlich mal wieder zu oder sehen wir einfach den Bruch nach unten? Wenn die Bullen zuschlagen, dann haben wir aufgrund der Volatilitäten durchaus die Chance, ein bisschen hoch zu laufen. An jetziger Stelle, wenn wir hier unten rumdrehen sollten, dann natürlich erst einmal den Anlaufpunkt, das Tagestief von gestern um die 1,242. Wenn sich das Ganze dann deutlicher nach oben ausdehnt, haben wir auch noch ein paar Anlaufpunkte hier. Das kleine Zwischenlow im Stundenchart bei 1,2624 beziehungsweise hier oben das Trendfortsetzungslevel, kurz unter dem Trendbruchlevel, hier die Marke von 1,27,250. Das Ganze auf der Oberseite. Ansonsten, wenn wir diesen Break jetzt tatsächlich vollziehen, dann die Unterseite avisieren. Nächster Anlaufpunkt hier in diesem Chart. Sehr, sehr schön zu sehen. Das Tief, was wir hier gehabt haben, um die 1,1958. Und das ist wirklich auch etwas Historisches. So tief standen wir auch lange dann nicht mehr. Wir müssen mal schauen hier, das war der kleine Spike, den wir hier im Januar gehabt haben. Und dieses Unterstützungslevel ist halt auch schon etwas älter. Das kommt hier drüben auch aus dem Jahr 2015. Also eine sehr, sehr interessante Situation. Und wir sehen bei vielen Währungen momentan, dass Ausbrüche wirklich dynamisch vom Markt akzeptiert werden. Also es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir hier einfach an diese starke Abwärtsdynamik anknüpfen und der Markt einfach weiter nach unten schiebt, zumal wir jetzt in Großbritannien ja auch wirklich ernsthafte Maßnahmen auch in Bezug auf das Coronavirus sehen. Also möglicherweise verlagert sich das Ganze dann etwas in diese Richtung hinein. Das zu den drei Handelsideen für den heutigen Morgen. Jetzt schaue ich nochmal in die Chats.
Ich freue mich sehr, habe auch einen Dank bekommen für den Support hier an dieser Stelle jeden Morgen. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Wunschmarkt. Es wird gewünscht wieder der Euro-US-Dollar. Natürlich schauen wir dort mit drauf. Ich hoffe, der Euro-US-Dollar wird hier nicht so oft nachgefragt, weil man irgendwie in Schräglage in den Positionen ist, sondern einfach nur, weil man wissen will, wie es charttechnisch weitergeht. Das heißt, wir schauen hier auf das Währungspaar Euro-US-Dollar und wir sehen ganz klar eins, immer dann, wenn wir ein bisschen Markterholung sehen bei den Indizes, geht der entsprechend der Wert des Euros nach unten. Wenn wir die Märkte wieder umdrehen sehen, dann fällt der Euro. Also hier sozusagen, wenn die Märkte fallen, dann steigt der Euro. Und wenn die Märkte etwas steigen, was wir ja heute Morgen sehen, wir sehen hier leicht steigende Märkte. Leicht steigend ist gut, ne? Wenn man das mal anschaut, der DAX, wie stark der schon wieder im Plus ist im Vergleich zu gestern. Aber die Volatilitäten haben wir halt. Und hier sehen wir das gleiche Bild auch im Euro-US-Dollar sozusagen. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann fällt der Euro-US-Dollar momentan. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Wir sehen sozusagen nach der gestrigen Erholung nach oben den Schub jetzt wieder etwas nach unten. Wir sehen es, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen. Rein von der Verortung her sind wir weiterhin hier im Korrekturmodus. Und was in dieser Stelle aus rein technischer Natur natürlich interessant ist, ist die Tatsache, dass wir hier, wenn wir hier tatsächlich jetzt unter dieser alten Tiefs drunter laufen, also hier unten mal die Marke annehmen in diesem Low-Bereich hier, ganz knapp die 1,106, wenn wir hier tatsächlich drunter laufen und uns das Ganze mal im 4-Stunden-Chart anschauen, was haben wir dann? Dann haben wir Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik hier und diese Abwärtsdynamik führt dann natürlich zu einer weiteren Gegenbewegung. Wir sind hier zwar leicht gestern über das Hoch drüber gelaufen, aber wir sehen es, es ging direkt wieder weiter nach unten. Das heißt, der Abverkauf ist da. Wir orientieren uns jetzt mal hier unten an der 1,106 in etwa und sollte der Markt tatsächlich dort unten drunter laufen, dann können wir hier im 4-Stunden-Chart ein bisschen weiter runterschauen. Die Marke, die wir hier haben, ist auch in diesem Bereich dieses Ausbruchslevel hier, also der Markt, die Marke um die 1,106 bis 1,11 ist eine wichtige marktbeherrschende Region an dieser Stelle. Also hier schaut euch das mal an. Diese Bereiche haben schon Relevanzen gehabt und wie schon gesagt, wenn wir hier tatsächlich unten drunter droppen, dann ist der Weg nach unten hin erstmal relativ schnell frei im feinen Bereich. Ja, wenn man da mal schauen will, da kann man sich natürlich irgendwo immer auch ein bisschen orientieren. Hier beispielsweise, hier haben wir im 4-Stunden-Chart eine ganz, ganz kleine Kaufzone gehabt. Ne? Hier seht man, hier kam es zum Ausbruch über das alte Zwischenhoch, dann ein kleines Verharren und dann nach oben. Das ist so eine ganz kleine, leichte, minimale Kaufzone. Ansonsten nach unten hin hier die Schwungbereiche um die 1,096, die wären dann mal zu nennen. Und im kleinsten halt hier, schaut mal hier, wo sich das Kleine angefangen hat, nach oben zu schlängeln. Das sind natürlich immer wieder Anlaufmarker, wo man drauf schauen kann. Hier die 1,085, die 1,0, naja, knapp 83 und hier die 1,08. Die Marken, die sind unten dran, aber bis wir dahin kommen, müssen wir erstmal schauen, was hier passiert aus dem kleinen Schnapper gestern über das Trendhoch. Hier könnte natürlich dann der nächste Schub nach oben kommen, sollten wir hier entsprechend die Umkehr sehen und wir einen Aufwärtstrend machen, dann wäre das okay. Ansonsten, was man hier an dieser Stelle sieht, halt, wenn wir diesen Schub nach unten einfach mal nehmen und dann das Ganze hier an dieser Stelle, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, hier als das nehmen, was es werden könnte. Also wie schon gesagt, eine Gegenbewegung hier, die leicht den Trend gebrochen hat, um das Ganze dann nach unten zu schieben. Das wäre dann natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir das sehen, weil wenn wir tatsächlich runterlaufen, dann haben wir hier den nächsten Abwärtstrend, hier auch auf der 4-Stunden-Basis in diesem Bereich, so Schub nach unten, jetzt die Korrektur und dann den nächsten Schub nach unten, wie gesagt, wenn wir hier um das Tief drunter laufen, dann haben wir hier einen Abwärtstrend in den 4 Stunden, die sich wieder in die ganz, ganz große Richtung, die wir auf dem ganz, ganz großen Chartbild schon gesehen haben, wieder mit eingliedert. Dazu dauert es aber noch ein bisschen, von der Seite her müssen wir hier einfach ein bisschen Geduld aufbringen. Und die Geduld ist ja das, was den Trader mit der Anwendung seiner Handelsstrategien dann erfolgreich macht. Das dazu und damit an dieser Stelle wieder einen schönen Dank für die Zeit heute Morgen. Ich hoffe, es hat allen wieder gut gefallen. Empfehlt uns weiter. Ich mache das wirklich sehr, sehr gern. Und je mehr Menschen zuschauen, je mehr haben ja auf alle Fälle was davon. Weil die guten Ideen, die kann man immer wieder auch schön zum Trading umsetzen. An dieser Stelle allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Bleibt gesund. Ich muss jetzt an dieser Stelle weiter zu den Märkten und danach noch ein paar, sag ich mal, Vorbereitung machen auf das, was jetzt hier bei uns in der wirtschaftlichen, in der Region wirtschaftlich zukommt. Von der Seite her sage ich Tschüss, bis morgen. Blog gibt es vorher, ansonsten die Live-Besprechung der Charts um 8:30 Uhr. Bye, bye und Tschüss.